Was geht? Habt mir kein Schnittchen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Deadpool. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sitzen hier, ja, letzte Folge, ich weiß gar nicht, ob wir uns schon da durchgeschossen haben. Auf jeden Fall bin ich hier wieder gestartet, ja. Wir müssen ja da durchschießen. Genau. Und, ja, viele haben ja gefragt, Hardy, mach mal bitte eine Facecam. Zu dem Spiel, finde ich, wüsste ich nicht, warum eine Facecam überhaupt sinnvoll ist, weil hier gibt es nichts zu erschrecken oder nichts zum großartig aufregen. Also ist eine Facecam eher Quatsch, würde ich sagen. Das macht bei allerlei oder Happy Wheels eindeutig mehr Sinn. Dann kann ich leider die Sprachausgabe nicht auf Deutsch stellen. Es geht nicht. Also müsst ihr euch mit den deutschen Untertiteln zufrieden geben. Und ja, genau. Ich habe mal die internationalen Bewertungen generell mal so auf Metacritic mir mal angeguckt. Ja, ja, ich weiß. Und 64, ja. Metacritic-Wertung von 64 ist jetzt eher unterdurchschnittlich. Also das heißt unterdurchschnittlich, aber ist jetzt nicht wirklich geil, muss ich sagen. Aber davon lassen wir uns nicht den Spaß verderben, ja. Weil ich finde das Spiel bis jetzt eigentlich recht unterhaltsam. Es ist jetzt nicht der Mega-Knüller, aber es ist auch nicht mega low, ja. Also ich finde, es macht schon Spaß. Und jetzt gucken wir mal gerade mal. Wir können doch mal wieder ein paar Pünktchen investieren, ne? Weil wir haben ja hier irgendwie schon wieder 31.000. Und ich kann hier von meiner Kanone was, plus zwei Kugeln, aha. Erhöht die DP-Belohnung für Kills. Erhöht die Feuerrate um 20%. Ah, Schaden möchte ich bitte. 25.000? Alter. Nur der Momentum-Angriff. Okay, neue Schusswaffen-Cutter, bla bla bla. 10 mal oder plus RT, neue Niederschläge. Okay, die macht an sich ja schon recht viel Schaden. Aber die Feuerrate erhöhen, das wäre geil. Das machen wir jetzt mal. Und dann können wir hier noch was verbessern. So, glückliche Eingeweide. Los geht's. Okay, AB plus X, ach, das ist der neue Momentum-Angriff. Okay, neue Combo, XYX. Dann noch ein paar Mal mehr X. Und ein neuer Konter. Ja, komm, damit. Oh, 65.000. Das können wir uns nicht wirklich leisten. Ah, scheiße. Das kann ich mir jetzt auch nicht leisten. Ah, komm, machen wir DP-Belohnung, ja. Damit wir richtig Asche kriegen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen ja noch ein Stück nach oben. Ich glaube, da. Da, wo es grün leuchtet. Sieht das danach aus, als wenn wir da. Oh, okay. Oder vielleicht auch nicht. Ah, hier. Ah, ne, da bin ich gerade runtergefallen, oder? Ja, stimmt. So, ach ja, boah, ich bin so doof, ey. Warum nicht so? Ach, scheiße. Zack, 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 zack. Boah, das erinnert mich voll an Mario, ey. Super geil. You think the bounce house is still pumped up? Of course it is. Ja, und wer soll denn die Luft rausgelassen haben? Na klar gibt's die Hüpfburg noch. Na komm, lass mich doch rein. Ich muss da irgendwie in den Elevator rein, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ach so! Boah, ich hab voll nicht gesehen, dass das Ding zu ist. Halte B. Okay, B zum A. Okay, alles klar. Sehr schön. Planänderung. Hier gibt's eine prima Abkürzung zum Penthouse. Lass es krachen. Ja, Siggi. Ich brauche jetzt aber. Keep him out of the newsroom. Ooh, a TV studio. I always thought we'd make a great reality TV show. Chance White dies at the hands of super sex pot mercenary. Sorry, at 11. What do you think? Sharp, right? Yeah! Momentum-Angriff, Junge. My bullets, mine! So. Ich muss allerdings sagen, dass diesen Gegenstand hast du noch nicht erworben. Was ist denn das? Sieht aus wie so eine. Okay. Ich finde ehrlich gesagt, dass die für euch, also zum Zuschauen, die Untertitel voll klein sind irgendwie. Also ich konnte das voll schlecht lesen. Ja, ja, ich bin unterwegs. Komm, warte. Break out the heavy firepower. Stop this freak. Guys, you talk us out. Not really. Yeah! You imbecile whore. Kill him! So, und weg. Woo! Wer schießt auf mich? Alter, wer schießt noch? Du schießt hier auf mich. Alles klar, weg die Sau. Oh, wo bin ich hin, Mama?
So, einmal schön die Kombos raushauen hier. So. Also ich finde, so ein Spiel für zwischendurch ist völlig in Ordnung, ja? Nachdem ich jetzt The Last of Us gespielt habe, was ja wirklich voll auf die Psyche geht irgendwie, finde ich, ist das Spiel hier einfach absoluter Quatsch. Aber es ist witzig, ja? Ja, komm. Also die Gegner sind eindeutig Kanonenfutter. Oh, oh! Ja! So, hier ist der. Ja! So. Kommt da noch mehr? Nee. But it'll be harder for you to see how awesome I am. Heads up, they're dropping it from the car. LOL Headshot. Ich hab übrigens. These are bullets. Ah, da kommt noch mehr. Ich finde die Teleportfähigkeit von dem mega geil, ey. Aber ich muss ja, ich habe mir ja gestern habe ich mir den Film X-Men Origins Wolverine reingezogen, ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, war mehr so Durchschnitt. Also ich meine, ich habe ja damals die ganzen X-Men Filme gesehen. Also die X-Men waren jetzt ehrlich gesagt nie meine liebsten Marvel-Helden, sag ich jetzt mal. Einfach weil ich die, weiß nicht, die waren mir nicht so sympathisch. Keine Ahnung. Also ich finde so Spider-Man und Thor und vor allem Iron Man viel cooler. Wobei Wolverine natürlich der absolute Star bei den X-Men ist, hier mit seinen geilen Klingen und so. If I cut you, do you not bleed? Aber, ja, wie gesagt, ich habe ihn mir gestern angesehen. Und gerade weil viele ja davon erzählt haben, vor allem weil weil ja Deadpool drin vorgekommen ist, zumindest sollte das Deadpool darstellen. Ich bin mit den Meinungen absolut confirmed, die irgendwie gesagt haben, Alter, das, was da in dem Film vorkommt, das ist überhaupt gar nicht Deadpool. Also es soll vielleicht Deadpool darstellen. Aber das hat überhaupt nichts mit seiner richtigen Geschichte zu tun. Und ich muss sagen, von dem, was ich so in so Marvel-Wikis gelesen habe, wie der überhaupt zu Deadpool geworden ist oder überhaupt, was den ausmacht, finde ich das, was da im Film passiert ist, total hanebüchen, ja. Also irgendwie so eine ferngesteuerte Waffe aus dem zu machen, dem der Mund zugenäht worden ist, ist ja voll der Bullshit irgendwie. Mal abgesehen davon, dass unser Deadpool hier so einen geilen Overall anhat, und der Deadpool in dem Film irgendwie so Augen ohne Augenlider hatte und Laserstrahl. Ach, keine Ahnung. Also ich muss sagen, der Film war eher, naja. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute haben geschrieben, boah, der Film hat überhaupt nichts mit den Comics zu tun und so weiter und so fort. Da frage ich mich immer, warum man so was Origins oder generell so eine Vorgeschichte daraus machen will, wenn das überhaupt alles an den Haaren herbeigezogen ist, ja. Finde ich ja irgendwie ein bisschen lame. You are one lucky guy, cause that would have taken most people's heads clean off. Alter, ich treffe mal auf. Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen ranzoomen, wenn ich schieße. Also mich hat der Film 100 Minuten lang ganz gut unterhalten. Aber das war dann auch schon. Also, mega geil ist jetzt was anderes. So, wie kommen wir denn jetzt hier überhaupt weiter? Müssen wir hier so eine Tür platt machen oder wie? Oder hier durch vielleicht? Oder. Oh, hier geht's weiter, alles klar. Aua! Ja, Mann. Ah, jawohl, ey, da ist sein Bein flöten gegangen. Baba! I'm in your face, bitches. Lol, der ist in die Luft geflogen. Halte der Tier mit dem Zündschuss zu erfassen. Ah, das ist eine Erfassung. Ah, oh, 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 ich sollte aber jetzt langsam ein bisschen aufpassen, weil man setzt mir gerade ziemlich zu.
Vor allem diese ganzen MG-Fuzis da. What? Nate! Catch! Hey, jerk off! Get me a coffee on your way up, huh? I'll be waiting. Da ist auch noch einer. Okay, Erfassung ist natürlich ziemlich nice. Also ich hab nicht mehr viel Munition, Junge. Was macht der denn überhaupt? So, jetzt geh mal drauf, Junge. So, da hinten liegt Zeugs. Oh! Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Aber ich habe wieder 100 live, Junge. Jetzt gibt's aufs Maul. Bam! Ranzoomen! Teleportieren natürlich, meine ich. Bam, 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 bam! Alle weg! Boah, diese Typen da oben, war die mit den... Alter! Ja! So. Huh. Machen aber ganz schön Stress. Wofür kann ich denn die Tacos sammeln, Alter? What the fuck? Wir haben wieder 48.000 DP-Punkte, die wir jetzt mal direkt wieder in das nächste Upgrade investieren werden. Und zwar in meine Katana. Beziehungsweise, ach, ich kann die hier kaufen. Ah, für 80.000 kann ich dann hier die Schrotflinten kaufen. Spielerverbesserung. Verbessere Deadpools Fähigkeiten. Was gibt's denn hier? Verbesserte Gesundheit. Ah, okay. Also für jeden Treffer in Folge Gesundheit. Aha. Erhöht die Anzahl aller Wurfobjekte um 2. Okay, dann werden wir jetzt mal die Gesundheit aber mal eben um 25.000 kostet das. Alles klar, habe ich gekauft. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Life. Das hier kann ich mir allerdings nicht mehr leisten. Das kaufen wir uns dann gleich. Feuerrate. Wo haben die hier auch Schaden gehabt? Ach, da. Schade, habe ich nicht mehr genug Geld. Also warten wir. Was gab's da noch? Nades. Brauche ich die überhaupt? Bis jetzt habe ich noch keine Nades gebraucht. Deswegen verzichten wir da jetzt auch erstmal drauf. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ready, fight! Okay. So. Was ist das denn für eine geile Scheiße? Ah, ein Taco. Nein, der Intruder ist noch nicht dead. Ich laufe immer noch hier rum. Was ist denn das für eine geile Scheiße? Ah, das sind Granaten. Okay. So, where do we go from here? Only one way to go. Ah, aufs Dach für ein bisschen Spaß, sagst du? LOL. Oh, ich habe ganz vergessen, dass es ja auch den Doppelsprung gibt. I can see my house from here. So. Ach so, okay. Playing with these things. Yeah, the designer wouldn't put them here if they weren't supposed to be playing with. Da hat er nicht ganz unrecht, muss ich sagen. Oh. So, hier drin kann ich da bestimmt noch einen geilen Scheiß sammeln. Sehr schön. Ah, da sind noch ein paar LP-Punkte. Oh, ab nach oben. Ab nach oben. Wow! Woo! Ah, kein Problem, sagst du. Alles easy. Mal weg teleportieren und bam, bam, bam. So, oh, ich muss mal eben ganz kurz was nachgucken. Einen Moment. So, sorry für die kleine Unterbrechung, meine lieben Zuschauer. Ja, aber ich habe ein, ich hatte ein Paket erwartet und genau der liebe Postbote hat gerade geklingelt. Und weil für meinen neuen Bürostuhl, ich habe mir ja einen Bürostuhl bestellt, also so ein Rennsitz, wie Sepp den hat. Und wie komme ich da jetzt eigentlich hin? Boah, aber so gerade eben. Und da haben die einfach vergessen, in dem Paket die Rollen und die Gasdruckfeder und so weiter einzupacken. Und die musste jetzt nachgeliefert werden. Und da musste ich jetzt mal eben hingehen, weil ich würde ja gerne meinen Bürostuhl noch... We're ready, let's go. Schnell zusammenbauen. Zack, schon ist die rüber. Ab. Alles klar, wir haben schon wieder 28.000 Punkte. Voll nice. Boah, gucken wir mal. Wir können ja direkt schon wieder hier, was kostete das? Ah, da haben wir mehr Schaden gehabt.
Ja, komm, ab dafür, Junge. Mit den Kanonen ein bisschen mehr Damage. Oh, da sind sie schon wieder. Zack, Headshot. Weg. Also ich muss sagen, ich finde das ganz witzig mit dem Schießen. Ist ein bisschen einfach dadurch, dass ich anvisieren kann. Aber das war ja bei Devil May Cry quasi fast das gleiche. Schnapp dir den Heli und dreh ein paar Runden damit. Aber gerne doch. Bei Devil May Cry hat er ja quasi auch so von selbst auf die geschossen. Also das ist schon ganz okay. Für die alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, ich spiele auf dem PC mit Xbox-Controller. Weil sich ja viele gefragt haben, wo ich, oder einige gefragt haben, wo ich, auf welchem System ich aufnehme. Und ich muss sagen, also wenn es nicht gerade exklusiv ist, dann nehme ich immer auf dem PC auf, weil einfach die Grafik besser ist und so weiter und so fort. Und weil es da etwas einfacher ist aufzunehmen. So. Ah! Nein! Lol, deine Mutter! So. Ja, da kannst du nicht hoch, wa? Okay, dann nicht. Dann muss ich wohl hier drüber springen. Wow! Uncool! Alter! Prepare to be amazed! Wir nehmen den verdammten Hubschrauber, na los, sag keine Memme! Ja, wie denn? Ah! So, weg die Sau. Ich bräuchte mal Heilung, ohne Scheiß. Ich kann nicht den Arsch mit meinen Guns, aber ich kann ihn scaren. Achso, einmal drauf schießen, dann ist quasi. Hab ich. Dann geht er. Ah! Hope these things are loaded. Yep! Woo! Aua. Komm, verzieh dich. Komm, lass mich da drauf! Woo! Oh! Aua! Aua, 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 aua! Doesn't suck, but we don't have it. We don't have it yet. Warum kann ich den nicht einfach da rausschießen? Der kann doch nichts. Jetzt muss ich den wieder hier. Oh, jetzt muss ich mal schnell hier hin. So, jetzt habe ich ihn gleich. Jetzt habe ich dich gleich, mein Freund. Jetzt ist der Spaß gleich vorbei da oben, was du da veranstaltest. Fly or die, asshole. Your choice. Gonna need both hands. Ja, Mann, jetzt geht's los. What? So möchte ich das sehen. Ohohoho. Zerplatzen ja wie. Was weiß ich was hier. Alter, jetzt geht gerade hier fett die Kombo los. So geil! Wie sie da langlaufen, wie in so einer Schießbude. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich so per Absicht. So geil. Oh ja. Komm, aus, alle weg. Oh, schade. Sagen, wieso hast du dich nicht einfach teleportiert?
Alles klar. Du hast letzte Zeit immer ein paar Mal Gadget oder Waffen gekauft. 162.000 haben wir. Alter. Ja, dann würde ich jetzt aber wechseln mit den Nahkampfwaffen und mit den Feuerwaffen. Deinen Gadgets. Ah, alles klar. Du kannst von dem Werfen eines Gadgets auch zielen, indem du LP gedrückt hältst. Alles klar. Ja gut, aber da ich noch keine anderen Waffen... Ah! Oh, dann machen wir jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Ich würde sagen, morgen um 17.30 Uhr geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und ja, schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Deadpool Hardy. Miau! Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist, geil ist.